Hallo liebe YouTube-Gemeinde, willkommen zum nächsten Let's Play von mir, von Zed Klimka. Und zwar, wie ihr seht, spielen wir Goof Troop von Disney. Ist glaube ich schon ziemlich alt. Und ja, wir fangen einfach direkt an. An einem wunderschönen Tag in Spoonerville sind Goofy und, ja genau, ich kann es richtig so schön lesen, mit ihren Booten aufs Meer rausgefahren, um zu angeln. Pete und PG sind gerade dabei, einen riesigen Brocken aus dem Meer, aus dem Wasser zu ziehen, als ein gewaltiger Schatten über ihrem Boot erscheint. Goofy und Max müssen tatenlos zuschauen, wie ihre beiden Freunde Pete und PG auf ein Piratenschiff gezerrt werden. Anschließend fährt das Schiff der Entführer in Richtung Spoonerville Island. Tja. Goofy nimmt sofort die Paddeln in die Hand und rudert so schnell wie er kann, um Petey und PJ zu befreien. Doch das Schiff der Piraten ist schneller als Goofy. Was schneller? Als Goofy und Max Spoonerville Island erreichen, sind die Piraten über alle Berge. Petey und PJ sind in großer Gefahr. Was für Namen, ey. Petey und PJ. Also man kann es auswählen, mit wem man spielt. Spiel 1, Spiel 2. Ich nehme mal hier den Max, weil Goofy ist so ein riesiger Lulatsch. Der Kleine ist lustiger. Die Melodie ist auch episch, ey. Also viel zu steuern gibt es hier nicht. Man kann, die, wie ihr seht, die Hände hoch rauf und runter machen. Und, ja, das sind unsere Herzchen. Ich glaube, auf LR kann man Item wechseln. Und auf... was ist das da? Y? Also die grüne Taste. Kann man... ja, halt... schießen. Piu. Objekt benutzen. Kann zwei Items gleichzeitig tragen. Mit LR wechselt man. Ziemlich simpel eigentlich. Stirb, Pirat! Hier muss man, glaube ich, alle töten, damit der nächste Weg aufgeht. Ah! Bock. Das habe ich früher auch so oft gespielt. Weil die Sache ist auch hier, wenn man hier halt sozusagen einmal, also komplett stirbt, Game Over ist, dann muss man ja komplett von neu anfangen. Hier kommen wir nicht weiter, brauchen wir das Brett auf der anderen Seite. Und wenn man Game Over ist, dann muss man halt von neu anfangen. Und außer halt, wenn man ein komplettes Level schafft, dann, dann kriegt man ein Passwort. Passwort kann man eingeben, aber früher, als ich klein war, war ich zu doof, um mir die Passwörter aufzuschreiben bzw. zu merken. Oder ich habe das nie gepeilt, keine Ahnung. Bam. Und ja, deswegen musste ich jedes Mal von neu anfangen und bis ich dann das erste Mal durch war, hat wirklich Ewigkeiten gedauert. Ihr seht zwei Items, eins bleibt immer liegen. Das geht aber nicht verloren. Ah, kann die Dinge auch fangen. Ich frage mich, was hier überall ist. Okay, hier kann man... stirb. Hier kann man graben. Funktioniert im Prinzip genauso wie bei Zelda. Wie ich das da letzte Mal gemacht habe. Hä? Da. Nur man kann halt zweimal graben. Und beim zweiten Mal kann halt was rauskommen. Blub. Ist aber auch echt krass, ey, bei Zelda, ey. Mit dem Herzcontainer. Ausgerechnet beim allerletzten Dingens, ey. Letzte Millisekunde grabe ich das Loch aus und dann, krass, kommt der Container da einfach raus. Das war jetzt, keine Ahnung, ein Leben oder Continue? Eins von beiden. Also graben kann man nur in diesen komischen Flächen, wie ihr die da oben gesehen habt. Nimm die Schaufel und grabe ein bisschen in der Erde. Vielleicht findest du hier einen Piratenschatz. Ja, ich habe ein Herz gefunden. Ein Leben. Da müssen wir, glaube ich, noch nicht hin. Also, ich habe das Spiel schon gespielt. Es ist jetzt kein Blindversuch. Also, ist zwar auch schon sehr lange her, noch länger als ich Zelda gespielt habe. Aber das Spiel ist
eigentlich gar nicht so lang. Also es ist ziemlich kurz. Und ja. Also es wird auf jeden Fall, denke ich mal, nicht so lange dauern wie mit Zelda. Und hauptsächlich besteht das Spiel aus Rätseln. Man muss halt immer wieder Rätsel lösen. Und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Boing. Ah, genau, Bananen. Jetzt habe ich ein Leben bekommen und das... der blaue Kristall gerade eben, der gibt mir ein Continue. So, also wir sehen, man muss alle Steine darin bewegen. Man kann die, wenn sie an der Wand sind, dann nicht mehr davon wegkriegen. Ne? Man kann sie halt immer nur einmal schießen. Und deswegen muss man ganz kurz überlegen, wie das Ganze hier funktioniert. Okay, ich habe schon die Lösung. Ganz easy. Zack, zack. Ihr seht, hätte ich den jetzt als erstes hier runtergeschlagen und hätte dann den darüber geschossen, dann hätte ich den schon mal nicht hier reingekriegt. Also hätte ich dann nochmal neu, weil der wäre ja dann... Moment. Wäre ja dann hier. Und wie von hier kriege ich den ja nicht mehr weg. Höchstens da hier hinten rüber und da ist dann vorbei. Und dann kriege ich den nicht mehr da rein. Und ja, das ist halt das erste Level. Natürlich, das Rätsel ist sehr simpel. Ne, ganz leicht. Und das ist der Schlüssel zum... sozusagen... Nee, das ist der Schlüssel zu irgendeiner Tür. Und zum Endboss, der Schlüssel ist dann, glaube ich, kriegt man hier auch so einen goldenen. Auch wie bei Zelda. Komisch, jetzt diese Zufälle jetzt gerade. Und mit den Rätseln, ja. Später kommen halt etwas schwerere Rätsel. Oh, ich stirb. Gab früher, wahrscheinlich wird es auch jetzt bestimmt ein, zwei Rätsel geben, wo ich dann halt auch erstmal nicht klarkommen werde. Weil an alles kann ich mich da echt nicht daran erinnern. Ich habe das zwar durchgehabt, aber ist echt, das ist wirklich schon Jahre her. Wenn ich schon, wenn nicht eventuell, nee, ein Jahrzehnt wollte ich gerade sagen, geht ja gar nicht, so alt bin ich gar nicht. Ja doch, könnte eigentlich theoretisch sogar hinhauen. Das ist ein Jahrzehnt her ist. Als ich das Spiel gespielt habe, doch, könnte ungefähr hinhauen. Wenn nicht sogar noch länger, ey. Ist ja krass. Boah, ein Leben. Noch ein Leben. Krass. Also ihr seht hier, Schlüssel. Ui. Zack. Tür auf. Und weiter geht's. Stirb. Also noch als ich das allererste Mal gespielt habe, bin ich in diesem Raum hier gestorben. Von den Piraten. Das war episch heftig, ey. Ich kam einfach nicht klar. Ich habe ständig daneben geworfen und so und... Ach. Da haben wir den goldenen Schlüssel. Und das Rätsel ist sogar noch leichter als das von gerade eben. Es sind aber mehr Steine. Junge, die ist echt geil. So, die macht irgendwie happy. So, da haben wir den goldenen Master-Schlüssel. Und Waffen kriegt man hier keine. Also keine, die man jetzt denken würde, ein Schwert oder sowas. Boah, sauber. Man muss halt immer ständig irgendwelche Gegenstände nehmen und die dann halt irgendwo gegenkloppen. Da ist hier ein kleiner, den man halt machen kann. Also wenn man die Glocke läutet, dann kommen die Gegner zu einem hin. So, und dann zieht man die alle hier hin. Dann machen wir sie alle kaputt. Zack. Glocke lassen wir hier. Und gehen weiter. Wenn man ein Level komplett geschafft hat, dann sind die Items übrigens weg. Jetzt kommt der Boss. Es wird höchste Zeit, dass du kommst.
Wir hatten schon auf dich. Ja. Dein Ende naht. Hä? Was haben die denn für komische Satzbildungen? Ne? Also musst du die einfach kaputt schlagen. Wir werfen uns. Die Bomben kann man fangen. Aber darauf achten, man muss die Hände oben halten. Uah. Diese Stacheldinger kann man nicht fangen. Sonst, sonst wird man einfach getroffen. Dann fängt man nichts. Man wird einfach getroffen. Ach Mensch, bin ich doof. Puh. Bam. Geht doch. Boah, das ist gut. So, langsam kommen wir voran hier. Zwei Stück noch. Drei, vier. Wow. Wow, zwei auf einmal. Double kill. Einer nur noch. Komm, komm, komm. Doch auf hier. Bam. Kopf. Stufe geschafft. Da haben wir das erste Level schon fertig. Stufe 1 benötigt die Zeit. 8 Minuten, 47 Sekunden. Ja, und da unten ist das Passwort. Da konnte ich mir nie... Ich habe mir die, glaube ich, damals mal aufgemalt, aber... Irgendwie habe ich das so häuslich gemalt, dass ich die dann trotzdem falsch eingegeben habe. ja. Goofy, ihr gemeinen Kerle. Sagt mir sofort, wohin ihr unsere Freunde... Ach so, ich habe X gedrückt und... Ach, toll. Jetzt habe ich das Ding übersprungen. Hm. Ja. Ne? Und, ich denke mal, das sind irgendwie 7 oder 8 Level. Ich denke mal, ich mache mal einfach pro Level. Beziehungsweise pro 15 Minuten ein Part. Und da wir jetzt gerade eben 11 Minuten vorbei haben, mache ich hier eine Aufnahmepause und mache dann in der nächsten Folge einfach weiter. Sodass ich das Spiel nicht in, in 2 Folgen durch habe. Das wäre ja langweilig. Ne? Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.